Hey zusammen, so schön, dass du wieder mit dabei bist heute zum Teil 2 zum Thema Anbetung ist Kampf. Das letzte Mal ging es ums Thema der Kampf um Anbetung und heute Anbetung ist Kampf, weil wir verstehen manchmal nicht, dass Anbetung und Worship und das alles nicht ist einfach nur, oh, ich singe halt mit oder ich möchte da mitmachen und ich möchte mitarbeiten. Es geht nicht um Mitarbeiten, wir müssen verstehen, alles, was wir machen, ist Kampf. Jeden Ton, den ich mache, ist Kampf. Jeden Klick, den ich mache, ist Kampf. Wenn ich Gott selber anbete, bei mir zu Hause, beim stillen Zimmerchen, das ist Kampf. Das ist nicht einfach nur Singen, das ist nicht einfach nur ein bisschen was, sondern das ist geistliche Kampfführung. Und das müssen wir einfach verstehen. Und ich möchte uns hier einen Vers, das steht in 2. Timotheus 2, Vers 3 bis 5. 2. Timotheus 2, 3 bis 5. Dort heißt es, sei bereit, als ein treuer Kämpfer für Christus, Jesus, zu leiden. Sei bereit, als ein treuer Kämpfer für Christus Jesus zu leiden. Und keiner, der in den Krieg zieht, verstrickt sich in Angelegenheiten des täglichen Lebens, denn er will ja jedem dem gefallen, der ihn in seine Armee aufgenommen hat. Auch wer an einem Wettkampf teilnimmt, kann nur gewinnen, wenn er sich an die Regeln hält. Das heißt, wir sollen Kämpfer für Jesus sein. Wir sollen verstehen, dass unser Anliegen sein sollte, dem Chef der Armee zu gefallen und dass wir uns an die Regeln halten von dem, der das Spiel lenkt. Das heißt, wir halten uns an die Regeln von Gott und unser Anliegen sollte sein, dass wir es lieben, Gott zu gefallen und dass das eigentlich unser Kampf ist, dass das bedeutet, Kämpfer zu sein. Und da möchte ich uns ermutigen, dass wir mit einem Mindset verändert werden. Hey, ich bin Kämpfer. Jeder Christ ist Kämpfer, ob du willst oder nicht. Es ist nur die Frage, ob du ein gewinnender oder ein verlierender Kämpfer bist. Und das ist unser Punkt auch und ganz besonders darum heute auch für alle Kreativen, für alle Musiker und Techniker und so weiter. Weil dort ist es so wichtig, dass wir verstehen, hey, dass das, was du machst, ist Kampf. Die Frage ist, bist du am Gewinnen oder bist du am Verlieren? Es gibt nur die zwei Richtungen. Und mein erster Punkt, ihr könnt die gerne mitschreiben, mein erster Punkt ist die Berufung zum Kämpfer. Du bist ein Kämpfer, egal ob du es willst oder nicht. Und wir müssen lernen, Kämpfer und Anbeter zu sein. Wir müssen lernen, dass wir verstehen, dass es zusammengehört. Wenn ich Gott groß mache, dann ist es Kampf. Es geht nicht darum, ich möchte im Team spielen, ich möchte im Team mitsingen, ich möchte da mitmachen. Es ist wichtig, aber es ist alles dafür da, dass wir kämpfen. Und wir müssen darum auch verstehen, wir sind in einer Zeit, wo geistlicher Kampf herrscht. Wir denken, wir schauen irgendwie vielleicht in Ländern Afrika oder so und sehen dort, wow, krass, das ist so krass mit Dämonen und die ganzen Sachen. Aber hier ist es alles nicht. Wir müssen verstehen, hier sind genauso die Mächte am Wirken. Und nur wir sehen es oft gar nicht. Und darum ist es bei uns umso wichtiger, dass wir ein Verständnis haben, in das Unsichtbare reinzusprechen, dass wir ins Unsichtbare reinsingen, dass wir Kämpfer werden im Unsichtbaren, aber dass unser Sichtbares immer Auswirkungen im Unsichtbaren hat. Für mich ist so eine Kernstelle auch dort zum geistlichen Kampf, das, was uns auch die ganze Zeit zur Zeit bewegt, ist die Geschichte in Josua 6, wo Jericho eingenommen wird. Und dort sollen die Anbeter auch um diese Stadtmauer rumlaufen. Und es ist schon total crazy. Eine andere Kernstelle, wo wirklich so dieses Kampf und Anbetung rauskommt, ist in 2. Chronik 20 ab Vers 12 rum. Und dort ist, wo Gott sagt, wo das Volk Israel, wo die Angst haben vor ihren Feinden und sie viel, viel, viel weniger sind. Und dann sagt Gott, hey, schick den Worship vorne raus, schick die Anbetung vorne raus. Und es ist nicht so schlau, weil die können zwar vielleicht mit ihrer Gitarre, mit ihrer Trompete, können die vielleicht irgendwie ein paar Dinge abwehren. Aber das ist total unlogisch, weil Gottes Strategie ist oft unlogisch. Und darum sehe ich auch, dass in der Zeit heute ist darum Anbetung auch so angefochten. Warum sollten wir in den Kirchen nicht mehr singen dürfen? Warum wird das angekreidet, dass man singt? Weil das die größte geistliche Waffe ist, die wir haben. Unsere Anbetung ist so eine krasse geistliche Waffe, die wir haben und die soll uns geraubt werden. Gerade auch dort in 2. Chronik 20 oder auch vor Jericho, da sind sie immer überwältigt davon, wie groß die Feinde sind und wie klein die eigene Armee eigentlich ist.
Und ich glaube, die Worshipper finden es nicht unbedingt cool, dass sie vorne rausgehen. Und trotzdem ist es Gottes Plan. Das heißt, wir müssen auch verstehen, dass in dem Dienst, wo du machst, du bist in der Frontline. Wir gehen vorne raus. Du prägst etwas, du baust etwas, du baust eine geistliche Atmosphäre. Das ist Gottes Strategie. Und was ist die Strategie vom Teufel? Worship angreifen. Der Teufel möchte Worship, möchte Anbetung angreifen. Möchte angreifen, dass der Fokus verloren geht. Er möchte Zwietracht in das Team bringen. Er möchte Zwietracht in die Strukturen bringen. Er möchte Zwietracht da reinbringen, dass Anbetung verhindert wird. Und Technik gehört genauso in die Anbetung rein. Mein zweiter Punkt ist die Rolle in der Formation. Die Rolle in der Formation. Und zwar ist es mega wichtig, dass wir verstehen, dass jeder eine Rolle in der Formation hat. Manchmal, wenn wir müssen verstehen, in der Armee, da ist es so, da wachst du früh auf. Da sollst du auf der Matte stehen, da bist du am Start. Und wenn dort ein Soldat sagt, ach komm, boah, hey, lass mich heute mal in Ruhe. Soll ich dir was sagen, was dann passiert? Der wird wahrscheinlich gekickt. Wir müssen mal verstehen, warum gehen wir als Kirche manchmal so mit unserem Dienst um? Ach komm, heute lass mich mal in Ruhe. Wenn wir nicht ready sind, gefährden wir das komplette Heer. Wenn wir nicht ready sind, wenn wir nicht die Position in unserer Formation einnehmen, dann machen wir alle anderen, bringen wir alle anderen in Gefahr und bringen wir in Gefahr das Ziel, das eigentlich Gott vorbestimmt hat. Das heißt, unsere Aufgabe als Christen ist, dass wir wirklich dem nachgehen und auch am Start sind, dass wir unseren Platz in der Formation kennen. Das bedeutet auch, es gibt auch Hierarchien. Das bedeutet, dein Leiter hat das Sagen. Und in der Armee ist nicht, wo man dann anfängt zu diskutieren, ja, aber ich wollte so und so und so und so. Nein, manchmal heißt es einfach mal, gehorsam zu sein. Manchmal heißt es einfach mal, zu unterordnen. Manchmal heißt es einfach, die Strukturen, die da sind, zu ehren und zu wahren und die Leiterschaft zu ehren. Das ist so wichtig. Und wir müssen einfach auch verstehen, hey, die Personen sind auch dort, weil sie auch schon was mittragen, weil sie schon was bringen. Und sie sind dafür da, um uns anzuleiten. Leiter sind dafür da, um zu leiten. Und darum ist es auch wichtig, dass wir diese Formation anerkennen. Wenn du wenn man in einer Armee den Posten verlässt, sagen, oh komm, jetzt lass dich mal, dann hat die ganze Armee ein Problem. Wir sollten auch als Christen sollten wir auch verstehen, und wenn du in der Anbetung bist, wenn du in einem Team mitarbeitest, ist wichtig, dass du verstehst, dass du deine Position, deinen Posten nicht verlassen solltest. Warum denken wir manchmal, dass es Gott im Kampf egal ist, wie wir uns verhalten, wenn es selbst im General nicht egal wäre? Wir denken manchmal, ah ja, komm, Gott macht es schon, es ist bestimmt egal, was ich mache. Wir unterschätzen manchmal, was Gott durch dich und mich bewegen möchte. Gott möchte durch dich und mich etwas bewegen, darum lass uns da den Fokus auch drauf haben und nicht verblendet sein. Wenn wir verstehen müssen, dass die Formation hält eine Sache am Laufen. Wenn ein Baum mal einknickt, dann hält der Wald immer noch die Formation vom Wald. Aber es ist so, dass in einem Wald ein Baum viel weniger umknickt, als wenn er einfach irgendwo auf dem freien Feld steht. Und genauso ist es auch, darum brauchen wir auch einander und müssen wir in unserer Formation sein, weil wir sonst auch selber nicht so leicht umknicken, wenn wir in der Formation sind. Und darum möchte ich dich wirklich auch ermutigen, hey, bleib in deiner Formation. Seh mal, wer ist dein Leiter? Ehre deinen Leiter. Verstehe, wer bringt auch die Impulse rein, aber dass du auch deine Impulse auch mit reinbringst. Dass wir nicht sagen, ach komm, jetzt ist es egal. Dass wir ready sind, ist so wichtig. Dann mein dritter Punkt ist, Anbetung baut eine Kampfatmosphäre. Anbetung baut eine Kampfatmosphäre. Und dafür ist Worship da. Und das ist für mich ein mega wichtiger Punkt, weil Gott gebraucht Worship, Gott gebraucht unsere Anbetung, Gott gebraucht alles, was wir machen, unser ganzes Setting, um eine Atmosphäre zu prägen, in der er sich bewegt. Es gibt
natürliche Atmosphäre und es gibt geistliche Atmosphäre. Das sind quasi wie die zwei Atmosphäre. Einmal eine natürliche Atmosphäre und wir fokussieren uns ganz häufig nur auf natürliche Atmosphäre. Wir denken häufig, okay, ich mache halt, ist alles schön, wir richten es alles schön. Das ist auch schon mal wichtig. Ja, bei einem Date irgendwie unter einer hässlichen Neonröhre zu sitzen, ist nicht schön, ist nicht romantisch. Das baut keine Atmosphäre für Romantik. Und genauso auch bei uns in der Kirche ist es wichtig, dass wir fokussieren, auch auf natürliche Atmosphäre zu bauen. Das ist total wichtig. Das sind so die No-Brainer. Ja, das sind so die Dinge, wo wir sagen, gut, als ICF, hey, lass uns doch einfach mal nachdenken, was einfach eine Atmosphäre gibt, wo Leute sich auch angesprochen fühlen. Das ist die natürliche Atmosphäre. Aber oft bleiben wir nur bei einer natürlichen Atmosphäre stehen und müssen aber verstehen, dass geistliche Atmosphäre unser Auftrag ist zu bauen. Und wir nutzen natürliche Mittel, aber um eine geistliche Atmosphäre zu bauen. Es gibt so Diskussionen, ob Atmosphäre subjektiv oder objektiv ist. Subjektiv ist, weil jeder nimmt Atmosphäre ein bisschen anders wahr. Aber objektiv ist eine Atmosphäre, dass es auf jeden dann doch wieder gleich wirkt. Darum gibt es zum Beispiel bestimmte Musik, die in manchen Einkaufszentren läuft und so weiter, weil Musik hat eine bestimmte Wirkung. Das ist eigentlich objektiv, weil die Wirkung am Ende ist dieselbe. Und darum ist unser Auftrag, geistliche Atmosphäre zu bauen, weil die macht eine Wirkung bei den Leuten, die immer in Gott in Begegnung bringt. Und das ist unser Auftrag da, dass wir eine Atmosphäre bauen, wo Gott begegnet. Das heißt, Gott sagt, ihr baut eine Atmosphäre auf dieser Erde, die ich dann fülle mit meinem Geist. Wenn wir wirklich anbeten, dann bauen wir nicht nur eine natürliche Atmosphäre, sondern wir bauen eine geistliche Atmosphäre. Die Frage ist nur, haben wir den Fokus, dass wir geistliche Atmosphäre bauen? Und da macht ganz viel unser Herz und unser Fokus aus. Wenn du, keine Ahnung, Licht machst, möchtest du eine natürliche Atmosphäre bauen oder ist dir ein Anliegen, da eine geistliche Atmosphäre zu bauen? Fürs bloße Auge kann das nach dem gleichen aussehen. Aber für das, was spürbar im Geistlichen passiert, ist es was komplett anderes. Auch wir können einfach Musik machen. Das kann eine natürliche Atmosphäre prägen. Leute können Gänsehaut kriegen, weil es schön ist. Wie man es bei einem Konzert halt auch mal hat. Oder wenn man ein gutes Lied hört oder wie auch immer. Aber eine geistliche Atmosphäre, das lässt nicht mehr verneinen, dass Gott da ist. Und dazu ist unser Anliegen da. Dazu gebraucht Gott Worship. Darum hat Gott die Anbetung vorne rausgeschickt. Nicht, dass die natürliche Atmosphäre prägen, wo dann die Leute oben, die in Jericho auf der Mauer standen und gesehen haben, was machen die Blödes da? Denken so, oh, jetzt ist es doch schön, wenn die da so einen Schweigemarsch drumherum machen. Sondern, dass eine geistliche Atmosphäre gebaut wird, dass Gott dann die Mauern einschmeißt. Und das ist unser Anliegen, dass wir das auf dem Schirm haben. Hey, Anbetung baut eine Kampfatmosphäre. Anbetung baut eine Kampfatmosphäre. Und dass wir darum auch sehen, hey, alles, was wir machen, soll darauf hinzielen, dass geistlich Dinge durchgeboxt werden. Dass geistlich Dinge durchgebracht werden. Dass Menschen nicht mehr die Decke als ihre Begrenzung haben, sondern den Himmel sehen. Dass der Himmel auf die Erde kommt. Ich sage immer, bei uns ist es so, wir denken oft, oh, lass uns den Himmel runterholen. Lass uns den Himmel runterholen. Nein, es bedeutet vielmehr, wir sind jetzt, durch Jesus sind wir eigentlich Bürger im Himmel. Bei uns gab es einen Heimatwechsel. Wir sind jetzt plötzlich im Himmel und drücken den auf die Erde runter. Wir drücken den Himmel auf die Erde runter. Das heißt, wir ziehen nicht den Himmel runter, sondern bam, wir drücken den Himmel runter, weil wir dort drin sind. Das ist der große Unterschied zwischen, wir versuchen was Natürliches herbeizuführen oder ich bin in dem drin und bam, es ist unser Anliegen, dass Menschen Gott begegnen. Und darum lass uns da wirklich eine Kampfatmosphäre bauen, indem wir sagen, und da, wo ich drin bin, ich bin bei Gott, ich bin vor Gott, ich bin in Gottes Gegenwart und ich drücke das jetzt hier auf die Erde, ich drücke das in den Raum rein, wo ich drin bin. Mein vierter Punkt, denn es ist ein großes Anliegen von mir, mein vierter Punkt ist, Anbetung folgt Gottes Agenda. Anbetung folgt Gottes Agenda. Echter geistlicher Kampf und echte Anbetung, die folgt Gottes Agenda. Wir denken häufig, gut, wir machen einfach unser Setting. Und ich möchte hier jetzt sehr praxisbezogen werden. Und zwar ist es so, zum Beispiel jetzt hier in Jericho, die sollten jeden Tag um die Stadt rumlaufen und nichts machen, sollten schweigen, sollten ruhig sein.
Und am siebten Tag sollten sie 7-mal drumherum laufen. Und beim letzten Mal sollen sie schreien. Und das ist irgendwie, wir müssen einfach mal verstehen, dass nicht das Geschrei die Mauern eingebrochen hat, sondern Gott hat die Mauern eingebrochen. Was hat Gott gebraucht? Er hat gebraucht, dass sein Volk ist, das ihm gehorcht. Dass die Agenda folgt, die Gott vorhat, dass er seine Agenda durchbringen kann. Dass geistlich so was Krasses, so eine Atmosphäre vom Glauben gebaut ist, so eine Atmosphäre, wo Gott liebt, es zu füllen. Und darum hat er gesagt, hey, und jetzt dort schreit. Gehorcht ihr mir? Und sie schreien, wah! Und es war nicht rational. Manchmal ist Gottes Agenda einfach nicht rational, aber wichtig ist, dass wir da mitgehen. Sie waren vielleicht nicht, haben nicht geübt, hatten kein Stimmtraining, vielleicht war danach die Stimme kaputt. Aber was hat es gebraucht? Es hat gebraucht, dieses Schreien, dass Gott sagt, jetzt bringe ich die Mauern runter. Was dort mein Anliegen ist, wir müssen spontan sein genug, um auf Gottes Reden zu reagieren. Und das ist mein großes Anliegen für uns als Creative Team heute. Ist, dass wir ready sind, wenn Gott spricht, können wir dem folgen oder können wir dem gar nicht folgen, weil wir das gar nicht können. Manchmal sind wir so blockiert von unserem Arrangements und von unserer Agenda, dass wir gar nicht mehr in das folgen können, was Gott eigentlich machen möchte. Und da möchte ich wirklich euch ermutigen, dass du dich weiterbildest, nicht in der Hinsicht nur besser spielen zu können, besser machen zu können, sondern bist du bereit, wenn Gott sagt, hey, Leute, es ändert sich gerade etwas in der Atmosphäre, Leute, geht woanders rein, geht in einen anderen Song rein, bleibt in diesem Song drin, ändert das Setting. Hey, der Prediger kommt spontan hoch und muss was weitergeben. Hey, da ist spontan Raum für Gebet. Hey, jetzt ist Zeit, wenn wir merken, die Bude raucht, dann ist es Zeit, dass wir nicht in irgendein Softie, oh me and my Jesus gehen, sondern dass wir in den geistigen Kampf reingehen. Manchmal sind wir so blockiert, dass wir gar nicht ready sind, auf das einzugehen, was Gott machen möchte. Man kann jeden Kampf, jeden Angriff, im Krieg kann man jede Formation, alles kann man proben, üben und so weiter und so fort. Aber am Ende musst du darauf eingehen, was im Kampf eigentlich passiert. Und du kannst nicht immer vorhersehen, was dort passiert. Du kannst dich vorbereiten, aber du musst dann auch darauf reagieren, wenn du merkst, es passiert dort. Das heißt, wir müssen als Worshipper und als Techniker und als alle Bereiche sollten ja ready sein, auf das einzugehen, was Gott bewegen möchte. Und ich muss zurückdenken, und das war für mich einer der kraftvollsten Momente, die wir je hatten, als Jake Hamilton hier war. Ich sag's oft. Aber er hat unser Team reingeführt. Er hat denen einfach vorher eine Setlist geschickt und so, okay, diese Lieder könnten sein, dass die drankommen. Seid vorbereitet. Und er kam hier an, man hat kurz ein paar Lieder angespielt, kurz Soundcheck gemacht und dann hat man einfach angefangen zu worshipen. Man hat nicht mal alle Lieder angespielt und was war am Ende? Und auch Multimedia, waren irgendwie so ein paar Lieder, hat man ready gemacht, aber am Ende war das halt so, es war was komplett anderes als vorbereitet. Er ist dort reingegangen und es waren eines der kraftvollsten Momente, wo wir jemals hatten bei uns in der Kirche, wo so viel durchgegangen ist. Es hat einen Richtungswechsel unserer Kirche gegeben. Was gut war, war, dass das Team darauf reagieren konnte. Und dann ist es auch mal okay, wenn halt das eine Instrument halt nicht weiß, was man da gerade spielt, oh, dann steht man halt mal da und spielt halt mal nicht mit. Aber es gibt Schlüssel, dass wir lernen können und darauf eingehen können, flexibel zu sein, was Gott machen möchte. Zum Beispiel, wenn am Ende von der Predigt, wenn man merkt, boah, es ist die Atmosphäre so anders. Jetzt ist gerade so Gegenwart Gottes. Jetzt ist gerade so ein Moment der Hingabe. Dann ist es vielleicht nicht so das Beste, dann in Reckless Love zu gehen und zu denken, ja, und du gehst mir nach und lässt die 99 stehen und so weiter. Da muss man einfach sagen, gut, es passt jetzt einfach nicht. Aber man kann nicht vorhersehen, wo die geistige Atmosphäre hingeht, was Gott bewegt. Aber wir als Team sollten in dieselbe Richtung gehen. Wir sind nicht dafür da, einen Ablauf durchzuspielen, sondern wir sind dafür da, dass Menschen eine Begegnung mit Gott haben, dass Gott groß gemacht wird, dass eine geistige Atmosphäre gebaut wird, wo Gott maximal liebt, sich zu entfalten. Wir merken, es ist ein geistiger Kampf, dann heißt es nicht ein, oh,
und irgendwie so schön und ganz lieb und so weiter. Nee, sondern dann ballern wir dort rein. Dann merken wir, okay, und an jedem Instrument, ich weiß, wie ich steigere. Ich weiß, wie ich mitgehe, weil die natürliche Atmosphäre und die geistige Atmosphäre, wir bauen lernen mit unseren Instrumenten. Es ist geistlicher Kampf, was wir machen. Das müssen wir verstehen, es ist Kampf, was wir machen. Das heißt, wir lernen auch zu flowen. Das bedeutet, wie kannst du es üben? Übe zu Hause mal nicht nur die Setlist, oh, was kommt nach dem Teil und was kommt nach dem Teil, sondern lerne, mal reinzugehen. Lerne mal mitzuspielen. Lerne mal, wow, selber mal fallen zu lassen darin. Und dann geht es nicht um die Perfektion, sondern es geht um die Schlagkraft. Es geht nicht um die Perfektion, sondern es geht um die Schlagkraft. Ja, und es braucht ein gewisses Können, um flexibel mitzugehen. Aber manchmal sind wir so geblendet von Perfektion, dass wir nicht mehr frei genug sind, reinzugehen. Und darum, wir haben extra ein kleines Songrepertoire, wo man einfach auch am Start haben können. Und lass uns da wirklich ready sein. Lass uns da rein Sachen. Lass uns mit rein spüren, was Gott machen möchte. Ich möchte das uns wirklich mega aufs Herz legen. Und ich sehe, wir sind eine apostolische Kirche. Wir sind eine apostolische Kirche. Das bedeutet, wir bauen was Neues. Es entsteht was Neues quasi auch im Königreich Gottes. Wir sind dafür da, dass neue Dinge entstehen. Und dann folgen dem auch immer Leute, dann folgen dem immer Dinge. Wir waren auch im Movement, haben wir eine Richtung gesetzt, auch mit freierem Worship, mit Momentum, wo wirklich wir eher schauen, in was möchte Gott bewegen. Und wir sind dann lange stehen geblieben, leider. Und es hat uns viel, dann hat aufgeholt im Movement und es ist so stark, wo mittlerweile auch eine Kirchenlandschaft sich verändert, dass es nicht mehr darum geht, nur eine Setlist durchzuspielen, sondern wo wir merken, okay, wie kann Momentum da sein, geistliches. Aber mir ist ein Anliegen, dass wir nicht mehr stehen bleiben, sondern dass wir dort wieder reingehen. Dass wir schauen, was Gottes Agenda ist. Lass uns nicht ausruhen auf dem, was war, sondern das, was noch kommen soll. Jetzt gerade auch in der Zeit, hey, Leute sitzen zu Hause vor dem Livestream. Hey, da geht es nicht darum, jetzt eine Setlist runterzuspielen, sondern es geht darum, wie können wir in der wertvollen Zeit, die wir haben, wie kann dort eine Atmosphäre, eine geistliche sogar bei den Leuten zu Hause gebaut werden? Das ist nicht, oh cool, lass uns Lied 1 durchspielen, fertig. Lied 2 durchspielen, fertig. Lied 3 durchspielen, fertig. Und bei dem Gebet, oh, jetzt kommt noch der Prediger vor und möchte noch mal reingehen. Keine Ahnung, was wir jetzt machen. Nein, sondern lass uns da wirklich ready sein und erkennen, dass Worship Kampf ist. Dass unsere Anbetung Kampf ist. Und dass wir lernen zu kämpfen. Das heißt, dass wir lernen zu anbeten. Das heißt, dass ein Soldat muss sein Gewehr beherrschen. Wenn ich jetzt in den Kampf geschickt werde, ich wäre kein guter Soldat. Warum? Weil ich das Instrument nicht beherrsche. Aber ein Soldat muss es lernen. Und dann darf nicht nur sagen, oh, schieß nur dorthin, tick, und dann schieß nur dorthin. Naja, wenn der Feind von dort kommt, dann musst du halt dorthin schießen lernen. Dann musst du lernen zu rennen. Und so müssen wir mit unseren Instrumenten, unseren Dingen umgehen, zu lernen. Und zu kämpfen. Und darum möchte ich dich einladen, wirklich uns darauf einzulassen und auf den Weg einzulassen, was Gott mit uns vorhat. Und ich wünsche dir Gottes Segen und ich möchte dich wirklich ermutigen, hey, hol dir Know-how, frage Leute, lass dich bauen, wie wir dort reingehen können, auch wirklich in Gottes Agenda zu folgen, in den Dingen. Und dass wir, du bist ein Kämpfer, die Frage ist nur, sind wir verlierende oder gewinnende Kämpfer? Lasst uns gewinnende Kämpfer sein bei uns im ICF Schwarzwald-Bodensee. Und somit segne ich dich jetzt einfach mit Gottes Gegenwart, mit viel Weisheit und wirklich auch mit dem Feingefühl, da reinzugehen und reinzuwachsen und über dich selbst zu wachsen und Gottes Gegenwart in die Orte zu bringen. Gottes Segen dir.